Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardon, zu einem neuen Horrorprojekt auf diesem Kanal Dementium Remastered. Wir starten ein neues Game, ein neues Let's Play und starten mit Part 1 hier Dementium Remastered. Normal, hart und demented als Schwierigkeitsstufen. Demented ist dann wirklich, also das ist dann Profi, es ist dann wirklich hart, hardcore. Aber wir starten heute erstmal mit normal, schwer genug für mich. Also auf geht's. Kapitel 1. Wir sind hier in einer Art Krankenhaus und liegen hier als Patient in einem Bett. Gerade sind wir aufgewacht. Hier kriegen wir die erste Anweisung. A, B, X, Y Tasten oder den Touchscreen verwenden zum Bewegen. B ist nach unten. Das Zirkelpad hier, das hier, das Kreispad, auf Deutsch übersetzt. Das ist zum Bewegen so ein bisschen. A ist halt nach rechts gucken. Y ist nach links gucken. X nach oben. B nach unten. In die Richtung werden wir brauchen. Ist ein bisschen sperrig, die Steuerung. Es wird auch alles auf Englisch erklärt. Eine deutsche Version gibt es meines Wissens nach nicht. So, die Korridore sind düster. Und düstere, stimmungsvolle Musik. Naja, Musik ist nicht, aber Geräusche im Hintergrund. Notepad and Key. Ich werde es nicht vorlesen, die englischen Sachen, weil ihr wisst, mein Englisch ist unter aller Kanone. Mein Englisch ist under our pick. Unter aller Sau. Nutze Yellow from the Egg und so weiter. Ja. Ein altes Notepads mit, ja, wo wir uns was aufschreiben können. Ich habe das Ganze schon ein klein bisschen gespielt. Also Kapitel 1 habe ich schon vorgetestet, damit ich halt weiß, worauf ich mich einlasse und weiß, was kommt. Damit ich halt nicht komplett drauf losstürze und mich blamiere. Auf dem unteren Bildschirm haben wir dann hier den Block, so das Notepad, wo wir halt drauf umschreiben können. Da steht momentan, why did you do it? I don't know. Ja, und da kann man dann auch eine zweite, eine dritte, eine vierte und eine fünfte Seite, nee, nur vier Seiten nehmen und dann dort sich wichtige Sachen notieren. Daher, so wesentlich wichtig wird der untere Bildschirm für uns nicht sein, deshalb werde ich ihn mal ausblenden. Beziehungsweise gar nicht einblenden. Oha! Was haben wir denn hier? Eine Lautsprecherdurchsage, die extrem nervt. Uns lockt. Und uns extrem stresst. Das ist dann natürlich noch zusätzlich zu dem Dunklen hier eine zusätzliche Strapaze. Irgendwas, ein Newspaper. Eine Zeitung mit der Headline Mann ermordet brutal seine Frau. Ja, so ungefähr. Und der sagt irgendwas, dass das ein Krankenhaus ist und ja, weiß nicht so, oh Mann, dunkle Gasse hier. Sollte man eigentlich nicht so schnell in dunkle Gassen reinrennen. Haben wir auf der Seite hier einen Code, merkt ihn euch, 081399, den brauchen wir später noch. Wir können uns es natürlich auch ins Notepad schreiben, da haben wir dann hier, oh, jetzt habe ich es nochmal gelesen,
So, ja, ich kann es ja erkennen. Ist mit Blut an die Wand geschrieben worden. Oha, oha. Hier ein Bett. Bah. Schauen wir uns so genau lieber nicht um. Bah, ich mach's aber gerade. Hier ist wohl jemand verreckt. Ja, und wurde hier irgendwie den Flur entlang geschliffen, offensichtlich. Wenn man sieht, die Spuren. Es war, glaube ich, dieses. Ich glaube, ich weiß schon, wer es war. Ich wollte euch gerade spoilern. Ja, genau da. Ich werde versuchen, euch nicht zu spoilern hier jetzt in den Anfangsphasen. Ich wusste ich natürlich schon. Oha, die Dunkelheit erfüllt uns wieder hier. Aber das erste Kapitel ist nicht lang, also sehr lange werde ich euch auch nicht spoilern können. Das Projekt ist nämlich, weil es ein Horrorspiel ist, weitestgehend blind. So, jetzt haben wir hier eine Flashlight, also eine Taschenlampe. L-Button, to turn Flashlight on. Och, ich weiß nicht, ob es das besser macht jetzt hier. Ich weiß nicht, ob das wirklich. Naja, gut, wir können jetzt sehen und haben jetzt die Möglichkeit, uns umzugucken, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Möglichkeit ist, hier alles zu sehen. Also in einem Horrorspiel, ist es manchmal vielleicht besser, wenn man nicht alles sieht. So, jetzt haben wir hier eine Tür. So, ich hoffe, ihr habt euch ihn gemerkt. Oha, eine schrille Alarmanlage. Oha, hier ist jemand am Boden verreckt. So ein Mist, wir latschen durch direkt über die Leiche hindrüber. Ein Schlagstock, der muss dem Wächter gehört haben. Wir greifen ihn uns. So, im Menü können wir jetzt zum Nightstick oder zum Schlagstock wechseln und mit L den Schlagstock einsetzen. Bloß jetzt haben wir leider die Taschenlampe nicht mehr. Das ist ein bisschen, nun ja, ich sag mal so, leicht blöd. Wir können nur entweder die Taschenlampe oder eine Waffe haben. Beides gleichzeitig, das klappt so nicht. Und die Alarmanlage, die macht uns natürlich noch ein bisschen stressiger. Die macht das Ganze hier ein bisschen. Die macht es nicht besser. So, gut umgucken, alles sichern hier, dass man nicht hinterrücks angegriffen werden. Das wäre schlecht. Hier ist wieder Blut. Das ist nicht gut. Ich hoffe, ich laufe hier richtig zum Ausgang. Wäre fatal, wenn ich in die falsche Richtung laufen würde. Oh, da habe ich was am Boden. Holen wir es uns. Geht wohl nicht. Können wir uns wohl nicht holen. Langsam umdrehen. Boah, ich will meine Taschenlampe wieder. Ist deutlich besser mit Taschenlampe. Oh, Blitz und Donner. Das ist natürlich auch ordentlich. Okay, das erblitzt. Der Blitz erhält. Oha! Ist was. Irgendwo ist was. Wir werden angegriffen. Oha, da. Da, da, da. Da. Zack, zack, zack. Hier hast du. Mit dem Schlagstock. Sind sie noch da? Oha. Da wurden wir direkt mal schon angegriffen. So. Durch die nächste Tür. So. Sehr dunkel. Oh, hier können wir mal speichern. So sieht ein Speicherpunkt hier aus. Saving Progress. So. Ja. Schön. Meine Gesundheit ist nicht mehr ganz 100%. Die ist schon im gelben Bereich. Vermutlich sind diese weißen Dingens dort Heilmittel. Heilmittel. So, schön umsehen. Was krabbelt es denn hier so? Das müssen die Kakerlaken auf dem Boden sein. Kakerlaken können uns Schaden anrichten. Tatsache. So, wir haben hier ein. Okay, wie können wir das Heilmittel einsetzen? Wie können wir
Wie können wir uns heilen? Okay, hier ist jetzt hell. Aber ich will wissen, wie was? Und jetzt bin ich gestorben. Ich habe keine Ahnung, wo ich aufgehört habe, wo ich gespeichert habe, weiß ich. Aber wie kann ich ein Heilmittel einsetzen? Das wäre schon gut, wenn man das weiß in einem Horrorspiel, oder? Versuch's mal herauszufinden. Ist natürlich nicht so gut. Hier können wir nicht ran. Wieso können wir da eigentlich nicht ran? Schön. Ist natürlich die erste Voraussetzung für ein Horrorspiel. Wo komme ich hier raus? Das sieht doch gut aus. So eine Treppe hoch. Wow, ist so dunkel hier. So gemein. Diese Dunkelheit. Könnte in jeder Ecke könnte irgend so ein Monster lauern. Kapitel 2. The Rooftop. Das Dach. Ja, auch hier ist es blind. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich weiß ab jetzt an nicht mehr weiter. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Oh, und da kommt schon ein Monster mit Elschlangen. Ja, hast du, friss meinen Schlagstock. So. Gut, da kommt der nächste Zombie ins Gesicht. Ich wüsste gern, wie ich meine Getränke, Getränke sind es nicht, meine Heilmittel einsetze. Das wäre hilfreich. Sagt's mir jemand. Tutorial oder sowas ähnliches. Wie ich meine Heilmittel einsetze. Man muss doch irgendwo eine Option geben, uns heilen zu können, oder? Das ist jetzt hier ziemlich blöd, wenn er uns angreift. Wir sind fast K.O. Ja, tot. Ja, freue ich mich ja drauf, wenn ich nicht weiß, wie es geht, das Heilen auf größere Bosskämpfe. Das ist ja hier nicht alles mit diesen kleinen Zombies hier. Der erste Anfang sein. Und wir sind wieder beim letzten Speicherpunkt. Wir müssen mal den nächsten finden. Tachchen. Ich muss ein bisschen weiter unten schlagen, denke ich. Schlagen wir uns hier durch. Versuchen nicht zu sterben. Das ist sowieso immer bei einem Horrorspiel sehr gut, man versucht nicht zu sterben. Und gern auch ein bisschen schneller rennen. Oha. Wo geht's lang? Hier rein. Sein. Oha! Er schießt uns direkt an. Ein bisschen Story. Englisch. Wie es scheint, haben wir eine neue Waffe. Aha, okay, eine Pistole mit 15 Schuss. Das ist nicht nichts, aber ich könnte mir besseres vorstellen. Okay, den können wir gleich mal. 2, 3 Schuss pro Zombie, okay. Und damit können wir nicht weit kommen. Hier ein bisschen Heilung. Ein bisschen von den Tabletten. Okay, Heilung durch Tabletten. Ich sag nix. Okay, das klang nach Patronen, die wir aufgehoben haben. So, scheint eine Sackgasse zu sein. Joa, ist eine Sackgasse. So, eine Pistole haben wir. Hier. So. Sachte. Meine Blutspur folgen. Ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Da wollen wir hin. So, die Waffe ausgestreckt. Oha, da kommt schon das nächste, die nächste Zielscheibe. Oha, da bricht eine Nahkampfwaffe. Hopp, hopp, hopp. Ah, da, dein Kopf ab. So, ich nehme mal wieder die hier. Das glaube ich, ist mir lieber hier. Die Nahkampfwaffe hier.
ist zwar wie in Resident Evil hier das Messer eigentlich nicht so praktisch, aber solange ich nur diese Pistole mit 15 Schuss habe, ich mir die 15 Schuss mal lieber auf, oder? Gern mal ein bisschen rennen. Es geht hier halbwegs. Anders als in Resident Evil, wo wir absolut nicht rennen konnten. Oh, moin, Werner. Moin, Werner. Wie geht's so? Mir geht's gerade nicht so gut. Scheint hier gerade zu sterben. Ja. Tür öffnen. Heilung. Ordentlich, wir sind drin. Ach, die Kakerlaken hier wieder. So. Tür öffnen. Ins Lockt. Okay, müssen wir wohl weiter runter. In die Dunkelheit hinunter. Immer weiter runter in den Keller. Das ist doch immer schön, wenn man weiter runter ins Dunkle kommt. Das Mädchen, was will es von uns? Oha! Da kam was rechts aus der Ecke. Na, hier, komm zu mir. Komm zu Papi. So, ein bisschen Schaden habe ich genommen. Das ist nicht so gut. Hier haben wir Heilung. Das ist gut. Ich gehe mal hier rein. Könnte was bringen. Okay. Hier haben wir scheinbar Munitionsvergrößerung. So. Suchen wir mal nach dem nächsten Speicherpunkt. Speicherpunkte sind hier wesentlich. Das wäre dann schon praktisch, wenn wir einen finden würden. Ein weinendes Kind. Okay, ich will meine Taschenlampe wieder. Scheiß auf Verteidigung. Und dann müssen wir dann wohl schnell switchen. Oh, ein Speicherpunkt. Mein lieber Speicherpunkt.